Moin Moin Leute und willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir befinden uns in Kyrat Sobald es mir und besser geht, hole ich sie zurück. sie Mit hört oder ohne einfach Hilfe. nicht auf zu reden! Okay, komm, wir machen jetzt einfach ihre Mission. Meine Auge. Tochter, Auge. Wir bitte! müssen. Sie Oh, bitte hör mal auf, dazwischen zu quatschen. Du machst mich ganz verrückt. Um Zivilisten für ihren Prostitutionsring zu entführen. Okay, benutze eine Schrotflinte, Ich kann um den helfen. Kommandanten Ich kann helfen. abzuknallen. Es Okay. muss schnell gehen. Erreiche die Ziele und rüste dich aus. Okay, das dürfte ja gar nicht allzu schwer sein. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schrotflinte und wir müssen ein Beweisfoto davon machen. Das stand da unten noch. Wenn wir jetzt einfach mal hindüsen. Wir sind mittlerweile echt gut ausgerüstet. Ich finde das richtig nice. Oh Gott. Was denn? Was ist denn los? Oh. Warum stehen die denn schon wieder einfach Gegner mitten auf der Straße? Hat der noch mit mir geredet? Diesmal hattest du Glück? Der war doch schon tot. Er lag schon völlig tot auf dem Boden. Und die Message kommt trotzdem noch rüber. Was ist denn da los? Scheiß die Wand. Okay, let's go. Sind nur 200 Meter. Ey, das ist ja direkt da vorne. Okay, wir halten jetzt einfach mal hin. Okay. Halt! Hat der ein Schwein getötet? Ich brauche unbedingt noch Schweineleder. Warte mal. Ja, Schwein! Wie geil. Ja, komm. Warte mal, irgendwas kommt da jetzt gleich von rechts, oder? Ah! Ah! Wieso auf einmal? Ah! Alter, das komplette Magazin in den reingewurstet. Scheiß die Wand an. Okay, nehmen wir noch ein bisschen Tigerfell. Alter. Das war schon heftig. Ach scheiße, stimmt, ich habe gar keine neue Rüstung gekauft und irgendwie irgendwas zum Heilen, aber naja. Wird auch so gehen. Es kommt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Auf Einmischung in offizielle Einsätze der Royal Army steht die Todesstrafe. Wer solch rebellischer Verbrechen für schuldig befunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Denken Sie daran, die Royal Army steht an der vordersten Front, um Kyrat gegen Terroristen und Kriminelle zu verteidigen. Möge Pardamin. Ja. Ja, genau. Da aber nicht so viel Karma. So. Wir sollten sie, glaube ich, alle mit einer Pumpgun abknallen. Die haben wir zum Glück jetzt dabei. Vielleicht müssen wir. Oder? Kamera zücken, fokussiere. Ja, okay, das weiß ich. Müssen wir erstmal identifizieren, welcher wer ist, oder was? Das ist ein Scharfschütze. War das nicht unbedingt der Typ, den wir töten müssen, oder? Warum haben die gelbe Pfeile und deren roten Pfeil? Bin mir da nicht so sicher. Und ansonsten. Stimmt, das wollte ich sowieso auch mal ausprobieren. Wie silent diese Waffe denn jetzt ist. Töte die beiden Kommandanten mit einer Schrotflinte. Ah, okay, das sind bestimmt die gelben Ziele. Die roten kann ich bestimmt auch einfach so töten. Oh, da sind noch mehr dazugekommen. Ja, die gelben werden die Kommandanten sein, die ich mit der Schrotflinte weg abmurksen muss. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich laufe jetzt einmal außen rum und hole mir erstmal den Scharfschützen. Soll ich gar nicht so blöd. Ich hoffe, die. Oh, da ist noch mehr. Oh, oh, oh. Wir markieren doch mal. Hallo. Ja, genau. Ich denke, das ist ein Schalldämpfer drauf. Und vielleicht haben sie es auch einfach gesehen. Okay, Matsch. Ach doch, die haben das eben noch nicht mitbekommen. Die haben das jetzt erst mitbekommen, nachdem ich mit der Schrotflinte geschossen habe. Die haben nur mitbekommen, glaube ich, dass jemand gestorben ist. Warte, der muss wieder mit der Pumpgun sterben. Habe ich jetzt, glaube ich, alle platt, ne? Ja. Okay, jetzt müssen wir sie nur noch fotografieren. GG. Muss man das noch abgeben gehen oder so? Oder ist die Aufgabe automatisch erfolgreich erledigt? Ich bekomme meine Belohnung. Steht nur Erfolg da. Was? Oh, ihr und eure verkackten Adler. Ich weiß echt nicht, wo euer Problem liegt.
Warte mal, hier ist irgendwas zum Aufheben. Ah, hier. Oh, Sicherheitsleine. So, als nächstes können wir dann nochmal vielleicht was Sinnvolles machen und eine Story-Mission machen oder vielleicht noch so einen Turm holen, weil... Warte mal, was haben wir denn noch für Story-Missionen? Da, da... Okay, es geht auf jeden Fall jetzt ein Stückchen weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall als nächstes hier mal da oben den Turm einnehmen. Sonst sehen wir nämlich gar nichts auf der Karte. In Kylan ist das einzige Gesetz das, was man selbst durchsetzen kann. Es ist gut, AJ, dass du anderen zu ihrem Recht verhilfst. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die Patrouillen der Royal Army dienen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von ganz Kylan. Was quatschen die mich eigentlich jetzt auf einmal so zu? Erst redet der eine Typ mit mir, jetzt redet das Radio fast mit mir. Letztes Mal hatten wir noch einmal diesen netten Sprecher, der war viel cooler. Der immer die coolen Sprüche losgelassen hat. Aber das hier ist doch irgendwie nur noch nervig. Was ist jetzt los? Suche auf der Karte nach gegnerischen Konvois. Ja, ist mir gerade nicht so wichtig. Ich müsste ohne nämlich den verkackten Turm einnehmen. Wie weit ist denn das noch? 500. Kamera. Ach, Kameraereignis. Ich wollte schon Kameraereignis. Ich hab Kamera gelesen, ey. Ah. Ich hoffe, ich heiz hier nicht durch mitten in. Okay, doch, heiz ich. Ah, komm, heizen wir jetzt da rein. Nehmen wir den nochmal schnell ein. Haben die mich gesehen? Ich glaube, irgendwas hat mich gesehen, ja. Wo sind denn die jetzt alle? Dann wenn wir eh dran vorbeifahren. Müssten alle irgendwie da hinten in der Ecke hocken jetzt. Wo ist der denn? Ist der noch höher? Auf der Minimap? Der muss doch hier irgendwo sein. Okay. Kriegen mich hier, glaube ich, aber eh nicht raus, wenn die hier nicht irgendwie mit Granaten oder so schießen. Ah, jetzt kommt die Verstärkung. Keine Gnade für euch, Fürstchen! Oh Gott, was explodiert hier? Was soll ich sagen? Kriegen mich eventuell nur raus, wenn die mit Granaten schießen. Ey, die Waffe ist so geil, die ist so schön präzise, du kannst damit so schön draufhalten. Oh, warte mal. Boom! Oh Gott! Vor mir ist... Nein! Vor mir ist auch alles explodiert. Da muss irgendein scheiß Explosionsmüll auf der Straße noch gelegen haben, weil der hat mich mitgegrillt, ey. Fuck! Es lief so gut, ich sehe den Wagen nur so nach vorne flippen. Ja. Und dann... Ja, machen wir nochmal, oder? Ja, komm, diesmal... Ey, das war echt nicht schwer. Abgesehen davon, dass wir uns selbst geschränkt haben. Warte mal, hier muss irgendwo... an dem Lager irgend so Explosionsscheiß liegen. Kann doch nicht sein. Den will er nicht markieren. Ich werde dich umbringen! Oh, der Feind... Boah, musste ich da weit mit der Maus rumgreifen? Da war jetzt Mauspad zu Ende, ey. Wo ist er denn? Draußen ist er. Nein! Eine Sekunde früher und der hätte das gar nicht mehr erst auslösen können. Ah, hier ist so ein Explosionsfass gewesen. So eine verdammte Scheiße. Kommen die wieder aus derselben Richtung? Kommen die denn jetzt? Wir kommen von der Straße. Ja doch, die kommen. Und... Boom! Oh lol, davor. Oh Gott, so ist weg. Damit ein bisschen zu früh. Bisschen zu früh. Verfluchte Kacke. Ich werde dich auch umlegen.
und raus. Boom. Das können wir uns auch nicht mehr selbst schrecken. Falsche Taste. Und diese Cheater-Wallhack. Hier ist, glaube ich, der letzte. Nein, den will ich ordentlich mit der Pumpgun geben. Boom! Hype, hype! Eine Scheißding eingenommen, ey. Sag doch easy, wenn man sich jetzt nicht selbst gesprengt hätte. Oh, guck, da oben ist dann nämlich auch gleich jetzt das andere Ding, was wir einnehmen wollen. Vielleicht später. Ich möchte eigentlich gerade kaufen. Wo kann man denn jetzt hier kaufen? Da, vorne. Ich brauche nämlich A, neue Munition und B, würde ich gerne die Rüstung kaufen. Ja, kaufen. Körperpanzer, ab dafür. Wie viel Geld haben wir noch? Oh, wir haben gar nicht mehr so viel, ne? Naja. Stimmt, wollten wir letztes Mal nicht auch irgendwie Geld sammeln? Ja, wir haben auch alles ziemlich rausgeschmissen. Ach, stimmt, wir können eventuell noch verkaufen gleich mal. Kondome. Ja, genau, jetzt nehme ich wieder die Beutetasche voll, ey. Das ist so. Ach, anstrengend. Ich hasse das, wenn Inventarplätze zu knapp bemessen sind in irgendeinem Spiel. Ja gut, ich meine, gut, hier kann man irgendwas dagegen tun. Man könnte halt, wie gesagt, diese scheiß Beutetasche einfach weiter ausbauen. Dafür müsste ich jetzt auch wieder jagen. Da habe ich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust zu. So. Noch ein bisschen Platz hier. Ich brauche das Auto. Wieso haben wir eigentlich alle kaputte Lenkräder? Alle. Ausschließlich. Irgendjemand musste gerade richtig aggressiv irgendwie mal gegen die Lenkräder hauen. Da habe ich zwar einen Körperpanzer. Aber hier immer noch nicht mehr volles Leben, so. Ich habe schon lange keinen Turm mehr eingenommen, ohne dass ich darauf gelandet bin. Deswegen, oh Gott, wo müssen wir jetzt überhaupt hier hin, um den scheiß Turm einzunehmen? Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Pagan Min will nur das Beste für Kyrat. Seine Pläne für die Zukunft des Landes... Oh, hier quatscht der einen auch noch weiter zu. Ich dachte, man hätte die Ruhe. Ach, kann es sein, dass man... Stimmt, man bekommt nur das gescheite Radio, wenn man halt die Türme einnimmt. Kann das sein? Deswegen hat mir immer den komischen Typen, der gequasselt hat. Ah, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Oh Gott. Ah, nee, das sind Schweine. Die brauche ich. Wieso kann ich die jetzt nicht... Doch jetzt. Ich glaube, damit mache ich nämlich die größere Beutetasche. Oder sogar die größere Dingstasche. Warte, muss ich gleich mal gucken. Matsche Pampe. Ups, wollte das denn? Eine Spritzentasche konnte ich damit herstellen. Und noch eine Spritzentasche. Naja, für den Geldbeutel brauchen wir Affen. Hey, wir brauchen normale Schweine, keine Wildschweine. Oh, die kriegen gar nicht mit, was bei dir abgeht. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Okay, ah, hier. Okay. Dacht schon, hä? Muss man jetzt darauf liegen? Nein, muss man nicht. Hier? Nein, hier. Oh, die Dinger sind mir echt nicht geheuer. Ich würde hier nicht hochklettern. Die Dinger brechen. Irgendwann bricht da bestimmt mal irgendwie einfach einer so ein. Einfach weil er es kann. Ja, mit so Holzlatten einfach nur da drauf gelegt. Aber ich finde es immer nett, dass die so Seile an die Kanten legen und man weiß, wo man hochklettern muss. Das ist immer sehr angenehm. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Heimatschutz. Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Fahnen. Warum setzt ihr euren aussichtslosen Kampf auf? Merkt ihr nicht, dass eure Verblendung... Oh, Ruhe.
Puh. Wie angenehm. Oh, da vorne unten waren noch sogar zwei. Das ist der übelst den Augenkrebs. Da war ein Sniper oben drauf mit der. Da beten welche. Alter, was dreht der mal so im Kreis? Oh Gott, da sind ein paar Tote. Ich hab bestimmt wieder bald vergessen, diese Insel. Meine Frage ist jetzt, wie kommt man hier eigentlich gescheit runter? Man muss jetzt echt laufen. Ah ne, doch nicht. Ah, es gibt doch diese. Oh Gott, jetzt bin ich aber eines weiter runtergegangen. Das war dumm. Warte. Hier gibt es nämlich diese komischen Seile, die ich völlig verpeilt habe. Und dann kann man mit denen nämlich einfach runterfahren. Aber wir müssen am besten gleich in die Richtung zur Aufgabe fahren. Das heißt hier rüber. Wie viel Uhr haben wir? 16. Die Aufgaben haben wir auf jeden Fall noch. Okay. Und ein Quad. Wir auch gleich dahin heizen können. Lass uns jetzt vor nichts mehr aufhalten. Und dann geht's los. Wird langsam dunkel hier. So langsam spät hier bei mir. Dann gibt mal ein bisschen Stoff. Wir haben nämlich heute keine Zeit. Oh Gott. Ah! Oh Gott. Dann habe ich das Gefühl, Querfeld 1 ist nicht so effektiv. Nur immer irgendein Scheiß passiert. Oh Gott. Bleib doch mal stehen! So. Jetzt. Na, jetzt ist es auch schon Nacht, ey. Oh, warte mal. Das ist Reh. Da hast du nur Rehe. Rehe brauche ich nicht. Ich brauche ganz normale Schweine. Alter, das ist da oben in den Bergen, kann das sein? Ja, ich glaube, wir müssen da hochklettern. Ah! Ah! Ach, nochmal gedreht. Oh Gott! Geht aus dem Weg! Na, ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Oh ja. Und der ballert hier schon wieder wie die Verrückten. Irgendwo da vorne im Wald. Irgendwie ist immer Feuerwerk hier. Immer irgendwas haben sie vor. Oh, scheiße, wie komme ich denn jetzt weiter? Ah, da. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für ein Auftraggeber ist, der sich hier so mitten im Berg da verschanzt. Oder ist das eine große Festung hier oben? Sah so ähnlich aus wie eine Festung. Bin mir da nicht so sicher. Ballern die da unten immer noch? Ja, da unten ist voll der Krieg. Na los! Kletter! Was ist denn jetzt los? Na, das Seil hängt im Berg! Ich kann nicht klettern! Oh, fuck! Ich kann mich auch nicht abstoßen, weil es da festhakt! Oh, wer hat diese Pisse schon wieder programmiert? Na, jetzt... Mache ich irgendwas falsch? Warte mal. Dann muss ich hier nochmal festmachen. Ja, mach's da fest. Vor dir! Oh Gott, die sterben wir. Oh. Was soll denn der Scheiß? So geht's doch auch. Ohne dass sich irgendwo verhakt. Warte mal, vielleicht jetzt. So geht's auf jeden Fall. Keine Ahnung. Entweder Buggy oder ich. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie hat es im Felsen gesteckt, jedes Mal das dumme Sein. Geht doch. Oh, er lebt hier aber echt einsam, wenn er nicht irgendwie eine Zugangsstraße hat. Oh, mal gucken, wer das überhaupt ist. Ich antworte was anmannen, höchstens bemannen. Aber das funktioniert so nicht. Das ist was ganz anderes. Was, wie einschließen und beschließen? Ja. Oh, scheiße. Oh. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Willkommen, mein Bruder. Du bist an einem Ort des Friedens. Frei von den Dämonen des modernen Lebens. Hier bist du sicher. Oh.
Om Shiva, Om Nam Shiva. Er kommt von weit her und sucht, sucht. Gegen eine gleiche Gebühr. Klar, nichts im Leben ist umsonst. Nein. Ich spüre... Wir spüren. Wir spüren, dass du wissen willst, wer wir sind. Tja, ich bin Yogi und das ist Reggie. Aber du, Fremder, du... bist der Sohn einer Legende. Ich sehe eine Welt voller Gefahr und eine Mutter mit einem schwarzen Herz. Oh, Angel Gale. Willkommen bei Guru Ashram. Und warum bist du hier? Das ist das Haus meiner Eltern. Warum haut ihr nicht ab? Oh, was? Warum will er, dass wir gehen? Weiß nicht, frag ihn. Du fragst ihn. Hey, ich bin noch hier. Oh, er ist noch hier. Gut für ihn, er weiß, wo er ist. Okay, willkommen, komm rein. Ja, na klar. Tu casa e tu casa. Wir räumen auf. Wir ziehen sofort aus. Doch zuerst brauchen wir ein Friedenspfeifchen, während wir die Details klären. Du bist doch nicht abgeneigt, oder? Also, ich glaube, mir geht's gut. Was macht ihr Typen überhaupt hier? Ach, AJ, wir repräsentieren die Interessen einer gewissen Machthaberin. Ja, und sie schüttelt gerne Frischfleischhände, so zur Begrüßung, wenn ich. Du bist das Fleisch. Wir haben die Möhre probiert. Schätze, dann will er den Stock. Hey, was? Was zum Teufel? Was ist da los? Wer war das? Auf jeden Fall waren die Typen ziemlich drauf. Jetzt bin ich gespannt, wo wir jetzt überhaupt herauskommen oder ob die mich jetzt festgenommen haben. Ich glaube, das ist nicht gut. Aber was hat sie gesagt? Irgendwie Klinge im Sand? Okay, haben wir schon. Müssen wir nicht extra erst suchen. Ja, ja. Überlebende Arena. Oh Gott, was? Wo? Oh Gott, da kommen mehrere Leute. Nimm doch die Schrotflinte! Ne, ich will eigentlich die Pumpgun behalten. Wo ist die jetzt hin? Oh Gott. Das mache ich gar nicht. Ich habe jetzt nur die scheiß AK, aber passt schon. Ich mag die AK überhaupt nicht, ne? Ist straight so behindert. Ja,
Molly, ein Wurfmesser. Ich habe noch nie so ein Wurfmesser benutzt. Das sieht ganz schön heftig aus hier. Okay, wie viele Runden gibt's hier? Alter, ich dachte, ich kann am Vorbeilaufen die Köpfe wegsprayen. Aber die sind auch gegeneinander, oder? Bekriegen wir uns oder bekriegen die alle mich? Ich hab nicht das Gefühl. Das sind verschiedene Teams. Grün, blau. Das war natürlich jetzt gefährlich. Aua. 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 Verfolgt mich nachher? Ja. Oh Gott, mit der Pumpgun. Oh Gott, jetzt sterbe ich. Fuck! Ich hab den Typen überhaupt nicht gepeilt, Mann. Ich hab schon gefragt, warum schießt ich da? Ich hab den nicht gesehen. Habt ihr den mitbekommen, dass der Typ mich beschossen hat? Also jetzt zum Ende, klar. Aber am Anfang die ersten Schüsse? Nein, gar nicht. Nicht so kack nochmal. Alter. Wie lange der nach ist. Was ist das eigentlich für Scheiße, die da vom Himmel fällt auch die ganze Zeit. Oh Gott, Runde 4. Naja, wollt ihr jetzt alle gegen mich kämpfen oder was? Alter, wo kommt der denn her? Boah. Heil dich. Und den Stock aus den Fingern. Der Stock auch noch weg. Au, au. Ah! Alter, wo kommen die Gegner immer auf einmal her? Wo kommt der denn schon wieder da hochgelaufen? Er ist so unübersichtlich, finde ich. Ich brauche eigentlich auch eine bessere Position. Oh, lad doch nicht eine Stunde nach! Wo kommst du? Verpiss dich! Verpiss dich von mir. Okay, easy. Okay, so easy doch nicht, aber ganz schön anstrengend eigentlich. Ich kann nochmal Molly werfen oder so. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben 3 Wurfmesser. Lebt hier noch irgendwas? Nein. Ja, die wetten darauf nur. Das ist irgendwie bestimmt so ein Spiel. Dann schon richtig. Oh Gott, die sind jetzt alle rausgelaufen und stehen im Grunde genommen davor. Nein, doch nicht. Hä? Andere Seite? Oh ja, andere Seite. Au. Aua. Boah, ist das viel, was da auf mich zukommt. Granate. Nein, zu weit geschlittert. Oh Gott, ich hoffe, ich überlebe. Ich brauche unbedingt eine Munition. Warte mal, kann ich den abfackeln? Ja, kann ich. Oh Gott!
Bang! Leute, ich habe irgendwo eine Spritze her. Nice. Vergiss es. Knappes Ding. Knappes Ding. Halleluja. Das war ganz schön nervenaufreibend, Leute. Ich bin gespannt, was sie jetzt dazu sagen hat, ob wir jetzt wieder rauskommen. Oder das sind fortlaufende Questies. Mach den Hosenstolz mit? Komm mit mir. Du wolltest mich töten. Jetzt nicht mehr. Weißt du was? Leck mich. Stopp. Warte hier. Hör mir zu. Bitte. Paul hat meine Familie. Bis sie befreit ist, stecke ich hier fest und muss tun, was Pagan befiehlt. Was hat das mit mir zu tun? Der goldene Pfad will Pauls Tod. Und ich will meine Familie. Wir könnten uns helfen. Wie? Ich kann dich in seine Festung bringen. Und AJ, sei netter zu Reggie und Yugi. Sie sind Spielfiguren, genau wie wir. Ihre Haare. Mal bekloppt. Ich bin der King! Die Arena. Bist du bereit, die Shanta-Arena zu betreten? Überlebe wie ein Held und werde bewundert oder stirb wie ein Feigling. Drei verschiedene Herausforderungen erwarten dich. Kampf endlos, Waffenherausforderungen, bla 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 bla. Okay. Das ist so nebenbei Zeug, was man noch machen kann, ne? Wieso ist denn der tot? Ich will sein Zeug. Okay, ich bekomme mein Zeug nicht. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, hier sind wir rausgekommen. Okay, das ist dann die Arena. Interessant. Yugi und Reggie sind hier oben. Ich glaube, das ist immer noch das Haus von meinen Eltern. Aber naja, wir gucken mal. Ja, ich denke, das war eine ganz nette Folge. Dicker Arena-Kampf. War ziemlich fett. Ich hätte nicht gedacht, dass das so endet. Ich hätte irgendwie andere Dinge erwartet. Aber ja, man weiß halt nie, was einen so erwartet in Far Cry 4. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge von Far Cry 4. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.